Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu No One Survived. Ja, ihr seht, ich habe ein paar Ständer hier gebaut und habe auch schon ein bisschen was reingefüllt, was da drüben rumlag. Und ich muss sagen, das ist doch ziemlich reichlich an Steinen und Geäst. Ja, die Steine scheinen relativ schnell wieder nachzuspawnen, aber das kann auch täuschen. Auf alle Fälle scheint es hier ein gutes Gebiet zu sein, für so Kleinigkeiten zu finden. Jede Menge Bretter habe ich auch schon gemacht und ich habe. Was liegt denn hier? Aha, guck mal einer an. Und ich habe natürlich auch ein paar Waffen hergestellt und Pfeile und sonstiges. Und ihr seht, ich habe ja mir erlaubt, offline, denn wir sind nämlich am nächsten Tag, ja, 8 Uhr früh. Und ich habe mir mal erlaubt, einfach da drüben das, was wir schon vorerkundet haben, aber genau nur die Kisten, die wir vorerkundet haben, habe ich jetzt gelootet. Das heißt, ich habe das jetzt alles hierher geholt ohne euch. Ich denke, wenn wir das doppelt machen, ist das auch vielleicht ein bisschen langweilig. Und deswegen seht ihr mal, was ich so aus den Kisten geholt habe. Aber ich habe wirklich nur das geöffnet, was wir auch vorher gebraucht haben, beziehungsweise geöffnet haben. Ne? Ich habe auch den Ziegel, den einen, den wir da drüben hatten, habe ich schon hier reingetan. Und wir brauchen halt immer noch Lehm. Das werden wir heute besorgen. Und ich habe mir gedacht, wir müssen mal zum Händler uns das Autokit holen. Bisschen Benzin haben wir ja. Und ich habe ein Riesenproblem. Ihr seht es an meinen Werten. Ich bin weder ausgeschlafen, noch bin ich irgendwie mit den Werten richtig gut und das Protein wird wahrscheinlich gleich in den Keller sausen. Ja, und naja, da müssen wir mal gucken. So, okay, dann wird es wahrscheinlich jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, und ich hoffe, dass wir dort oben ein bisschen was zu essen finden. Ich habe leider nicht viel dabei zum Tauschen. Ich hoffe, dass der vielleicht was von den Äxten nimmt. Das wäre mir ganz lieb. Apropos Äxte, wäre noch die Idee, dass ich diese auch noch verkloppe. Das muss ich vielleicht mal so direkt sagen, weil was will ich mit einer Axt, die zwar wunderschön ist hier, aber die mir unterm Strich kein zu essen bringt. Und deswegen werden wir uns auf den Weg machen. Ich weiß, dass hier oben auch Wolf, Entschuldigung, dass hier oben auch Wolfgebiet ist. Das war die falsche Taste, wie immer. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz schauen, das läuft. So, das haben wir reingenommen, ja. Okay. Wie gesagt, das liegt an meiner Tastatur. Da ist prinzipiell die FN-Belegung hat Vorrang. Ja, keine Ahnung. Deswegen muss ich die immer deaktivieren, dass das läuft. Gut, also ihr seht, wir haben Pfeile dabei, wir haben Bogen dabei. Der sollte auch noch ein bisschen halten. Ich hoffe, dass wir nicht so viel Verkehr haben. Wasser ist kein Problem. Essen ist halt das Problem, besonders die Proteine. Das heißt, wir brauchen Dosen. Ich habe jetzt nicht auf das Schiff geschaut mit euch, aus dem einfachen Grund. Das ist was Feines. Ich habe auch mal ins Wiki geschaut wegen Essen und wegen die Dosen. Da habe ich jetzt noch nicht oben geschaut, weil hier steht aber viel rum. Gab es hier nicht irgend so ein Kraut auch? Hatte ich nicht was gelesen von dem Kraut? Ich muss aber aufpassen, nicht dass hier die Wölfe, wie gesagt. Ich muss mal schauen, ob wir auf dem Kurs sind. Ja, das sieht ganz gut aus. So weit ist es auch nicht weg, deswegen können wir auch ein bisschen, ja, den Tag genießen. Und ich muss noch was gestehen. Ich habe natürlich Wasser mir abgekocht. Und was mache ich? Statt die Wasserflasche da reinzuhalten, habe ich aus Versehen getrunken. Ich hatte also eine Magenverstimmung. Man sieht es auch wahrscheinlich an meinen Balken unten. Der ist immer noch nicht gut. Das kann aber jetzt auch an den Proteinen liegen, die einfach, ja, da ein bisschen bescheiden sind. Das ist die Fabrikanlage hier drüben. Okay. Und ich habe natürlich meine Magentablette genommen, dass das weg ist. Aber es hat leider nicht den erwünschten Effekt gebracht, den es sollte. Nun, ich erhoffe mir jetzt von dem Händler oben ein bisschen was an Essen zu finden. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse, dass ich das einfach mal nachgelootet habe. Ich habe gedacht, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir eine doppelte Folge eigentlich. Ist vielleicht nicht so zielführend. Und ich habe natürlich. Irgendwo gibt es da hier so ein Kraut. Wie sieht denn das aus? Wie so ein Farn oder sowas, ne? Ich weiß nicht, ich habe bloß ein unscharfes Bild davon gesehen. Na egal. Vielleicht kriegt man damit auch ein bisschen wieder was hochgeheilt. Ja, dann habe ich ins Wiki geschaut wegen Proteine. Da gibt es wirklich mehr für Kohlenhydrate als für Proteine. Es gibt zwar was, aber. Ja, das ganze Fleisch und was wir noch so drüben hatten, das war natürlich nichts mehr wert. Das ist dann alles mehr oder weniger weg. Das war's. Kräuter. Kräuter. Sind das auch Kräuter? Oh. So ein bisschen. Warte mal. Da müssen wir mal einen kleinen Umweg laufen hier.
Die leuchten ja wirklich. Also das sieht man dann wirklich besser, wenn man weiß erstmal, wie es aussieht. Und die Pilze nehme ich auch mit. Von denen könnte man sogar mal was essen, ne? Weiß nicht, bringen die hier was an? Nur Kohlenhydrate. Und wir saugen uns den Durst weg. Beziehungsweise, naja, wisst schon. Oh, da sehe ich was. Da können wir vielleicht mal gleich die Pike hier verwenden. Ich nehme mal die hier. Warte mal, das ist... Ja, das ist ja wieder Zweihand. Heieiei. Warte mal, können wir das tauschen? Ja, das funktioniert sehr gut. Ah, er trägt zwar hier in einer Hand, aber es ist eine Zweihand. Verarbeitung, und das ist ja, wie gesagt, 1 bis 2 ist Zweihand. Und Waffen, Langwaffen auch. Und 3 bis 4 Kurzwaffen als auch Einhandsachen. So, und ich hoffe, wir haben genug Platz, das alles mitzunehmen. Wow. Okay. Ja, ich brauche ein paar. Und ich muss auch ein paar Ziegel noch herstellen, wenn wir mal den Ofen dann fertig haben. So, was habe ich noch hier? Ich komme mal ein bisschen rüber. Müssen wir mal ganz kurz ordnen. Das nehme ich mal ganz kurz raus. So. Darüber. Weißt du was? Die kann ich eigentlich mal abwerfen. Die ist schon erledigt. Dann nehme ich das nämlich raus und dann sollte das jetzt passen. So. Wunderbar. Ja, und ich habe mir überlegt, wir haben ja oben die... Ich esse noch einen. Dann ist das so. Ja, unser Leben sinkt, ne? Ist nicht so schön. So, jetzt will ich mich nochmal ausrichten. So, wir sind ja fast da. Das ist, och, der ist aber... Der ist ja wirklich sehr nah. Ja, unser... Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich es nicht mehr. Die Maschinenpistole, die MP5, die wir gefunden haben. Oder die Pistole. Die Pistole hat einen Schaden von 25. Wir können uns das gerne mal anschauen. Widerstand, Schlagkraft, Amputation. Und die hat natürlich bedeutend bessere Werte. Ne? Geschwindigkeit tut es uns ein bisschen hindern, aber das höhere Schadenspotenzial für eine Patrone ist dann doch bei 10 Schuss schon ja, 100 Schaden mehr. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so erpicht, die zu verkaufen. Ja, müssen wir einfach mal schauen, ne? So, ist hier noch jemand in der Nähe? Ich denke mal, beim Händler wird ja wohl keiner sein hier, oder? Der mir... Ah, hallo, was ist denn das hier? Vollwertige Mahlzeit, 30 Proteine, Kohlenhydrate, Motivation, körperliche Stärke, das wäre natürlich genau das Ideale. Was kostet das? Das ist ja ein Lacher. Das ist ja ein Lacher. Kann ich das schon mal essen? So, warte mal, ich nehme mal hier Schrot, würde ich mitnehmen. Aber ich hier Autoteile, warte mal, da müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt hier was dafür kriegen. Jetzt habe ich natürlich die ganze Munition in der Pistole, ne? 22. Warte mal, was ist denn eine? Eine ist 14, zwei sind 29. Na, eins würde ja erstmal reichen, oder? So, dann machen wir das erstmal so. Jetzt ist aber die Frage, was kriege ich denn für die... MP. Ich gehe mal davon aus, wir finden bestimmt noch eine zweite. Und ich hätte wohl 72. Das ist gut. Was kriege ich eigentlich für die... Ich weiß nicht, was ich mit die Autoteile anfangen soll. Da muss ich nochmal ins Wiki schauen. 1,8 für 6 Stück. Das ist aber wenig, oder? Da kann ich es vielleicht auch behalten. Warte mal, wir tun mal die rein. Ich bin davon überzeugt, wir werden noch eine finden. 762 Erweiterung. Das wird wahrscheinlich für den Automat Kalaschnikow sein. Was kriegt man eigentlich für das hier? Ach, ey. Und für so eine Axt? Ja, das ist eigentlich ganz vernünftig. Und auch das, weißt du was, da brauche ich das nämlich nicht wegtun. Ich muss es nur irgendwie ein bisschen besser ordnen. Das wäre jetzt mein Problem. Und jetzt habe ich natürlich den ganzen Schotter hier dabei. Warte mal, gibt es dafür denn was? Weil die kann ich wieder nachkräften. Ja, die tue ich mal hier mit rein. Auch die hier, wunderbar. Dann kann ich nämlich das hier reintun. Wunderbar, so. Und gibt es für die auch noch was? Für die gibt es auch noch was, da können wir das machen. Da haben wir nämlich Platz. Sehr gut. Okay, und dann kann ich das mal ganz kurz hier ordnen. Kleinen Moment. Ich glaube, wenn ich das so mache, geht das auch, ne? Achso, den Hammer. Weiß ich nicht, für was wir den brauchen. Was bringt der? 2, 6. Das sind 4, 2. 4, 2. Da, weißt du, wenn wir es nicht unbedingt brauchen, hebe ich es mal auf. Auch das können wir aufheben. Da muss ich die Munition auch nicht rausgeben. Das ist auch schön. Und ja, wir haben erstmal ein bisschen was, was wir brauchen. Mein Plan war eigentlich auch, da bin ich ganz ehrlich,
9 mm, 44er. Oh, wow. Oh. Mein Plan war eigentlich auch, das so zu spielen, dass wir nur von die Händler leben. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, ne? Aber, ja. Gut, Autoteile haben wir. Ich würde jetzt noch ein bisschen Essen mitnehmen. Die sind alle noch relativ gut und das ist schön. Und zur Not können wir daraus, bevor die ablaufen, vielleicht auch noch eine Umwandlung machen. So wie haben wir denn? 72, haben wir noch was zum... Ja, zur Not gebe ich das noch mit rüber, aber ich brauche jetzt ein bisschen Essen. Die halten sich ja jetzt ein paar Tage. Ja, genau. Die Kisten, was ist denn so eine Kiste wert? Oh, 5. Ehrlich, 5? Oh, Batterien. Das ist ja okay, Batterien. Da habe ich wieder eine Lampe. Also ich hatte ja noch keine, aber ne, da hätten wir was. 9 mm, das wäre natürlich auch nochmal was, ne? Aber oh, das ist heftig. 30, 40 will der haben dafür. 40? Ist nicht dein Ernst. Nee, dann nicht. So, was haben wir noch? Essen und Trinken ist eigentlich erstmal wichtig. Und das würde ich eigentlich noch gerne mitnehmen. So, ich glaube, jetzt haben wir es. So lassen wir es jetzt. Also wir geben das hier zurück. Wir haben das jetzt im Einkauf und damit werden wir den Handel akzeptieren. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles wegbekomme. Oh, es ist dunkel geworden. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, aber wenn du hier so lange rumbummelst, halt, warte mal, das war das. Ich nehme das mal hier hoch. Dann wird es ein bisschen heller. Und ich muss als erstes, muss ich mal was essen. Und zwar das hier. Dass unsere Werte nach oben kommen. Unser Leben wieder steigt. Ja. Ich werde auch gleich mal das erste Hilfe-Kit nehmen. Das Leben steigt zwar von alleine wieder, aber das ist mir jetzt erstmal egal. So, ich werde was trinken. Motivation ist natürlich auf null, das ist klar. Ich trinke noch was. So, hier körperliche Stärke, Motivation. Das werde ich jetzt auch mal essen. Das ist ein richtig gutes. Sieht auch lecker aus, also. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, gut. Was haben wir noch? Wiederherstellung, Kondition, maximale Ausdauer, körperliche Stärke, Protein und Kohlenhydrate. Ja, ich denke, das können wir erstmal so lassen, wie es ist. Und ich werde jetzt nochmal gucken. Wir haben nämlich... Genau, ich kriege die eine Kiste nicht mit. Das ist absolut ungünstig. Ja, jetzt kriege ich es auf alle Fälle mit. So, und jetzt muss ich nochmal schauen. Hier sollte eigentlich noch Zeug von uns rumliegen. Genau. Und hier liegt auch noch was. So, einmal gedreht. Ich krieg's nicht mit. Ich krieg's nicht mit. Gut, dann ist es so. Okay, ich denke, wir haben alles. Das heißt, unser Gust sollte sich vielleicht mal, ja, gesund schlafen kann er sich anders. Die Motivation wird wieder steigen. Wir sind bei 7. Ich werde es zurückkehren. Wir können vielleicht hier nochmal reinschauen, was das hier ist. Ja, das werden wir machen. Müssen natürlich aufpassen, ne? Und natürlich habt ihr hier diese Farbveränderung, wenn eure Motivation total im Keller ist. Ja. Motivation geht in den Keller, wenn ihr euch mit Zombies battelt. Oder wenn ihr etwas lernt. Ich denke, bei uns war die Motivation jetzt im Keller durch den Nahrungsmangel. Na? Und hier unten haben wir noch Lehm. Da würde ich gerne noch was mitnehmen. Das ist doch. Ja, müssen wir bloß mal schauen. Denn vor uns saßen ja die Wölfe hier, ne? In dem Sektor. Also jetzt nicht hier direkt, aber. Oh, das ist eine Höhle. Warte mal, wo sind wir? Genau, hier ist doch ein Höhleneingang. Der geht, glaube ich, bis hier runter. Oh, da gibt es gute Ressourcen eventuell, aber auch vielleicht den einen oder anderen Zombie, auf den ich jetzt nicht unbedingt Bock habe. So, jetzt habe ich natürlich meine schöne Pike weggegeben. Nee, die habe ich doch auf der 1. Genau. Was ist das hier? Aber ich habe keinen Platz mehr. Oh, ein bisschen hätten wir noch. Aber ich glaube, ich nehme lieber. Wo war es denn jetzt? Von dem Roten mit hier, Lehm. Ja, sieht auf alle Fälle gut darin aus. So, ich weiß jetzt nicht, ob das Lehm ist oder Erz.
Das wäre noch cool, wenn man das irgendwie sehen könnte, ne? Ich probiere das jetzt einfach mal. Und wir haben wieder volle Ausdauer. Seht ihr das? Echt geil. So. Haben wir alles mitbekommen? Sieht so aus. Damit müssten wir aber auch voll sein, denn wir sind jetzt wirklich voll. So. Irgendwie können wir aus einem Pilz und ich glaube zwei Wasser uns so einen kleinen, eine kleine Suppe machen oder sowas. Wir werden das einfach mal probieren. Wir müssen da auch ein bisschen testen. Ich habe das ja auch schon ein bisschen, ne? Ich habe es euch ja gezeigt. Wartet mal, wo ist es? Wir haben da ja schon ein bisschen was gemacht. Unsere Kondition durchs Rumrennen, natürlich benutzen der Stumpfwaffen der Axt. Waffenherstellung sind ja die ganzen Äxte und Piken, die wir hergestellt haben. Klingenwaffen, weiß ich jetzt nicht. Feuerwaffen, dadurch schießen ein bisschen. Klingenwaffen, weiß ich jetzt auch nicht. Maschinenbauer habe ich hauptsächlich Pfeile hergestellt und Dings hier, Wasser abkochen. Und so kann man das auch skillen. Ihr könnt mir ja mal einen Tipp hinterlassen. Es soll drei Eigenschaften geben, die man nicht durch selbst machen irgendwie skillen kann, sondern die muss man wirklich lernen. Das wäre mir mal, das wäre sehr freundlich, wenn ihr mir da mal einen Hinweis hinterlasst, denn im Wiki habe ich es nicht so richtig rauslesen können. Beziehungsweise nicht so gefunden, ob das, welche drei das sein sollen. Ne? Ich habe da noch eine andere Möglichkeit nachzuschauen. Aber falls es zufällig jemand heute weiß, hier in der Folge, wäre das sehr nett. Kann ich den noch mitnehmen? Sehen tue ich ihn nicht. Liegt da bestimmt jetzt daneben, ne? Naja. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo laufe ich hier lang? Den Weg herunter? Ja, ist okay. Wenn wir auf dem Kurs bleiben, kommen wir genau zurück. Ja, und da würde ich sagen, da soll es das heute für die Folge gewesen sein, ne? Kleiner Ausflug zum Händler. Erstmal nach dem Rechten geschaut. Der hat auf alle Fälle Essen. Die Dosen halten 40 Tage. Das heißt, bis zum Jahresende können wir die Dosen also noch abholen und eventuell mit Kochen und Braten verbacken. Also ich würde es dann schon vor dem Winter noch holen. Da haben wir noch ungefähr eine 10er-Stufe drauf. Dann ist die aber wahrscheinlich auch, naja, ad acta. Aber ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Ich glaube, wir werden schon eher wieder hingehen und dort uns etwas holen. Es ist schön, wenn der mit Holz und Steinen sich bezahlen lässt, sprich in Form von Äxten und sowas. Viel hat es nicht gebracht, aber wenn man da einen Rucksack voll mitnimmt, vielleicht auch mal den einen oder anderen Holzstamm, ist das eine billige Sache, zumindest an Essen zu kommen. Wie gesagt, das war auch so eine Überlegung, das auf die Art zu spielen, indem man nur mit dem Händler interagiert mit Essen. Da hätte ich dann aber auch natürlich dann vorgeschlagen, dass der alle 5 Tage oder so Loot-Refresh hat, dass man eben immer auch was zu essen hat. Na? Ja, das könnte ja dann so sein wie bei The Walking Dead, der die regionalen Fürsten, sage ich mal, die anderen für sich arbeiten lassen und dann eben auch gewisse Vorräte haben. Und die kann man dann eben durch ein bisschen Fleiß und anderes sich dann, ja, nutzbar machen. So, ich würde mal sagen, wir schauen mal hier hinten rein, denn hier hatte ich so ein bisschen schon das Essen reingetan. Werte sind erstmal okay. Bam, 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 bam. Da können wir das noch reinholen. Das ist hier empfindliche Teil, ist was sehr Wertvolles. Da habe ich schon eins gefunden. Hier drüben in den Farmen, wo ich farmen war ohne euch. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich das so gemacht habe. Aber ich habe es für effizient gehalten, dass wir das nicht zweimal machen. Ne? Und ja, ich denke, dass ihr da konform mitgeht. So, ich tue mal das alles rein, was wir jetzt hier so nicht brauchen. Ja, das ist eigentlich Essen, ja. Warte mal, die Mütze. So, dann können wir das auch alles essen. Ich tue das mal ganz kurz hier rüber. Warte mal, ich will mal das ausprobieren. Wir haben doch ein Stück Kohle. Das hauen wir mal rein. Ich nehme jetzt mal hier so eine Pflanze und ein bisschen Wasser. Und ich koche das jetzt mal und mal sehen, was dabei rumkommt. Ja, und immer wenn ihr hier drin bleibt oder in den Werkbänken, dann, und es ist fertig, dann, es macht Ping, dann bekommt ihr auch den Skill dafür. Na, ihr könnt auch rausgehen, wenn ihr das genau wisst, wann das passiert. Ein Kräutertee, durstig und Motivation. Ja, das ist doch genial. Warte mal, den würde ich ja mal gleich trinken. Durstig und Motivation, das können wir gebrauchen. Warte mal, da mache ich noch einen.
Das ist natürlich nur mein schönes abgekochtes Wasser, aber das ist mir egal. Da kriege ich meine Motivation wieder hoch mit den Kräutern. Das ist ja nicht schlecht. Ich will mal noch probieren mit so einem Pilz irgendwie. Wie gesagt, alle Rezepte habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ich musste einfach ein bisschen rumprobieren. Ne? Und wenn man rumprobiert, merkt man sich das ja auch. Den nehmen wir auch noch. Da haben wir ein bisschen Durst und Motivation geht wieder nach oben. Und es wird sogar ein bisschen angenehmer. Ich weiß bloß nicht, ob man hier so eine gewisse Reihenfolge beachten muss. Das weiß ich jetzt nicht. Toll. Kein Wasser mehr. Ja, ich sag mal so, wir könnten uns auch so einen Wassersammler hier aufbauen. Ne? Aber ich sag mal, wir haben das Wasser vor der Tür. Also... Ja, und meine Idee für die Hurenacht war zum Beispiel, naja, jetzt haltet euch fest, wir verbringen die auf dem Schiff und schauen mal, wo die überhaupt spawnen, dass man da erstmal einen Anhaltspunkt hat. Ich weiß eben nicht, ob die auf das Schiff kommen. Ja, wenn die auf das Schiff kommen, haben wir ein Riesenproblem. Und ich weiß auch nicht, wie viele spawnen. Ich denke mal, am Anfang werden es nicht so viele sein, wenn man mal das so mit vielleicht 7 Days vergleicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Laufe der Zeit... dann etwas toller wird. So, wir probieren das mal. Pilz, Kräuter und ja. Hatte der Tee eigentlich eine Haltbarkeit? Das muss ich mir nochmal anschauen, wenn ich das schneide. Ui, guck dir das an. Das ist ja niedlich. Okay, wie lange hat das? Einen Tag? Das ist nicht gut. So, warte, ich probiere trotzdem nochmal was und... dann machen wir hier nochmal mit Wasser. So. Also mit den Kräutern gibt es einen Kräutertee. Der bringt uns Motivation und Durst, logischerweise. Pilz, Kräuter und Wasser bringt uns hier so eine Suppe. Ah, okay. Also mit den Kräutern oder mit den Pilzen, das bringt uns dann hier so einen Eintopf, sage ich mal, eine Gemüsesuppe. Ja, das hat es auch. 15 und 15 und hier auch 15 und 15. Okay, da wissen wir Bescheid. Die werden wir also in den nächsten Stunden vertrinken müssen. Und ich nehme nochmal hier sowas. Und wir machen nochmal so ein Teechen. Und da haben wir schon ein bisschen Skill sogar beim beim Kochen. Ne? Ja, und da hätte ich es gar nicht gedacht. Da haben wir die halbe Stunde sogar voll gekriegt. Schön. Ja, das am Händler tut mir ein bisschen leid. Ne? Aber... das Gemähre, einen halben Tag. Und da weißt du was, dann trinken wir es gleich. Na, bringt uns sowieso mehr, wenn das jetzt hier steigt. Schöne Sache. Ja, und es kommt wieder Farbe rein, ihr seht es. So, jetzt mal zu dem hier. Das ist übrigens nicht weggespawnt, das ist sehr gut. Und ich würde... legen Sie die Reparatur in einen Autoreparatursitz hinein. Okay, für die Reparatur, genau. Dann drücke ich mal drauf, 50. Ja, dann machen wir das gleich auch noch, da ist das weg, oder? So, dann haben wir unseren Bock, wie man so schön sagt. Eigentlich mag ich dieses Wort gar nicht. Aber wie es halt manchmal so ist, das schleicht sich manchmal so ein. So, warte mal. Da können wir jetzt tanken. 1, 2, 3. Wie gesagt, das habe ich ja alles in den Scheunen da hinten gefunden. Ne? Eins hatte ich ja, glaube ich, so schon mitgebracht. Weiß ich nicht mehr genau. Das nehme ich mal raus. Auf alle Fälle haben wir jetzt ein Auto. Wir haben 6 Liter drin. Und wir könnten damit jetzt durchaus mal zur Tankstelle fahren, wo wir schon waren, die freiräumen. Und dann könnten wir dort auch das Motel zum Beispiel looten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die hier, wenn ich mich jetzt auf das Schiff stelle, ob die da heraufspringen können. Das weiß ich eben nicht. Wenn die raufspringen, habe ich ein Problem, dass ich die ganze Zeit die an den Hacken habe und nicht weiß, wie ich die dann besiege. Ich weiß nicht, ob die ins Wasser kommen. Ich denke mal, vielleicht schon. Ich muss überhaupt mal schauen, kommen wir hier überhaupt selber hoch? Ja, da springen die hier hoch, da sind die oben. Nee, das ist nix. Nee, das ist nix. Das ist gar nix. Das gefällt mir nicht so ganz. Dann wäre ich wohl doch als nächstes erstmal... welchen Tag haben wir? Tag 7. Oh wow, Tag 10 kommen sie, ne? 19 Uhr, glaube ich. Da wären wir wohl doch erstmal... übrigens, das können wir mal reintun. Genau. Und dann kann ich mal...
Ein Stück Holzkohle nehmen hier. Die können wir übrigens auch selber herstellen, ne? Ach, der braucht gar kein Feuerholz. Na, das ist ja ein Ding. Cool. Was haben wir hier? Kupferklumpen, Eisenklumpen, Aluminiumklumpen und Silberklumpen. Okay. Und wo kriege ich die Ziegel her? Ich habe gedacht, wir können hier Ziegel machen. Hallo? Okay, dann müssen wir die Ziegel wohl finden, aber ich hätte gedacht, wir können die Ziegel machen. Können wir mal kurz noch in den Forschungsbaum schauen? Die Zeit nehmen wir uns. So, Forschungsbaum. Hier, Technologien. Ziegel. Hergestellt mit einem Holzkohleofen. Ah, was ist das? Schmelze. Holzkohleofen. Warte mal, Außenbereich vielleicht? Nee. Synthese, Dach, Einrichtung? Nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Putzig. Okay, haben wir nicht. Holzkohleofen. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie noch was finden. Ich weiß es nicht. Oh, wartet mal, die Sonne kommt raus. Ich stelle das mal um, dass wir hier nicht so geblendet werden. So, Helligkeit. Machen wir mal hier auf das. Sehr schöner Sonnenaufgang. Wunderbare Sache. Ja, so sieht's aus. Da haben wir. Ja, wo ist denn überhaupt mein Kern? Da drüben. Ich hätte gedacht, wir können hier noch ein bisschen was schmelzen. Da muss ich ja doch die Ziegel finden. Na, das ist ein bisschen blöd, aber nicht zu ändern. Dann machen wir das so. Ne? Kupfer, Silberklumpen. Ich brauche Material. Diese wird aus Erz gewonnen oder durch Zerlegung von Gegenständen erhalten. Kann zum Barren geschmolzen werden. Okay. Ein Silbererz. Und das wird zum Silberklumpen. Dann sind die Klumpen mehr wert. Nein, das ist nicht wahr. Okay. Gut, dann haben wir ja das Richtige eingesammelt unterwegs. Okay, gut, Freunde, das soll es gewesen sein. Wir haben also was zu essen wieder. Ja, der Händler wird nicht ewig halten, das ist klar. Irgendwann werden wir vielleicht auch jagen gehen müssen. Mal gucken, wo es dann vielleicht ein Reh oder sowas gibt. Und mit der Basis weiß ich noch nicht genau. Also, ich habe eine Vorstellung, was ich gerne bauen würde. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob wir lieber hier vorne bauen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Vorschläge dazu dalassen. Ob das hier vielleicht hier vorne besser wäre. Neben dem Schiff statt hier. Müssen wir halt bloß immer ein Stück laufen. Aber das kann man ja dann vielleicht auch mit einem. Ja, ich weiß nicht, ob wir auf die Schienen das bauen können. Können wir mal ganz kurz gucken. Plattform. Könnten wir auf die Schienen können wir bauen. Okay. Da können wir hier eine Plattform nach vorne bauen. Und hier vorne vielleicht eine Garage oder sowas. Dann müsste man schauen, wie man es macht, ne? Ja, okay, dann würde ich sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dann werden wir mal zur Tankstelle fahren, den Rucksack auf dem Weg dort einsammeln. Das werden wir machen. Vielleicht mal in das Motel dort schauen, was es dort gibt. Und dann sehen wir weiter. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und auf bald.